Zur Mittagsstunde bildet sich eine Schlange vor dem Eingang der Tafel in Speyer. Der Wunsch nach frischen Lebensmitteln ist groß. Unterstützt werden hier vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Wir haben viele von den Flüchtlingen, wir haben aber auch viele Speyerer mit Bürger, die dann kommen. Während der Pandemie hielt sich der Andrang in Speyer noch in Grenzen. Der Arbeitsaufwand ist deshalb allerdings nicht weniger geworden. Im Gegenteil, durch die Corona-Regeln hatten die Mitarbeiter sogar mehr zu tun. Wegen der Einlassbeschränkungen konnten weniger Kunden auf einmal in den Laden. Die Folge? Die Ausgabe dauerte weitaus länger als sonst. Es gab allerdings noch ein ganz anderes Problem für Karin Meyer und ihr Team. Es war zwischendurch viele, die einen Notfall quasi angerufen hatten. Ich habe jetzt im Moment gerade gar nichts zu essen oder so. Da haben wir aber dann so Pakete gerichtet. Das waren dann keine Kunden von hier, sondern die haben wir dann wirklich so mitversorgt. Trotz alledem ist sie zufrieden. Die Tafel in Speyer konnte den bedürftigen Menschen gerecht werden. Das ist aber längst nicht überall der Fall. Ja, ich finde halt die Spendenbereitschaft allgemein finde ich jetzt hier in Speyer besonders super. Ich habe schon von anderen Tafeln dann gehört, dass da wirklich nicht so super läuft oder dass da nicht so viel gespendet wird. Wie sich die Situation hier entwickeln wird und ob die aktuell steigenden Preise in vielen Lebensbereichen in Zukunft mehr Menschen zur Speyerer Tafel bringen werden, kann Karin Meyer aktuell noch nicht sagen. Im Moment ist sie einfach froh, dass sie den Menschen, die hierher kommen, helfen kann. Wir haben ja eben die Situation in der Tafel in Speyer gesehen. Dort hält sich der Andrang noch in Grenzen. Frau Altmaier-Baumann, Sie sind Vorsitzende aller Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie steht es denn um die Lage der Tafeln insgesamt in Rheinland-Pfalz? Was können Sie denn da beobachten? Also genau 25 Kilometer entfernt, nämlich in Ludwigshafen, haben wir tatsächlich das, was wir auch insgesamt wahrnehmen, nämlich steigende Zahlen. Und diese Zahlen steigen erst im Moment wegen den Teuerungen, die wir im Lebensmittelbereich haben. Wir sind noch gar nicht in der Situation, dass es hier um Energiekosten geht, die ja schon vielfältig diskutiert werden. Die sind als Grund, warum Menschen eine Tafel aufsuchen, noch gar nicht bei uns angekommen. Das heißt, wie ist denn die Situation vor Ort, wenn Sie mir das mal schildern können? Wie sieht das bei der Tafel aus? Welchen Andrang können Sie denn da beobachten? Also wir haben tatsächlich die Situation, dass sehr viele Gäste nach frischen Produkten nachfragen, nämlich genau nach den Dingen, die einfach sehr stark in die Teuerung geraten sind. Und wir haben vor allen Dingen, glaube ich, in den nächsten Monaten noch einen Zulauf an Gästen, die mit den Energiekosten und den Abschlagszahlungen in Berührung kommen werden. Jetzt ist es ja so, dass in Speyer zum Beispiel, wo wir gedreht haben, der Andrang noch gar nicht so riesig war. Man spürt zwar eine leichte Erhöhung, aber der große Andrang blieb noch aus. Andernorts sieht das ja anders aus. Was sind denn Unterschiede? Warum gibt es denn diese regionalen Unterschiede? Wir haben ländlichen Raum, wir haben städtischen Raum. Das sind nochmal Gründe, warum Menschen erstmal in ländlichen Räumen erstmal versuchen, ohne Tafel auszukommen. Die soziale Kontrolle ist da viel höher und die Bedenken erkannt zu werden. Das ist häufig ein Grund, warum wir hier solche unterschiedlichen Rückmeldungen von den Tafeln bekommen. Und das wird sich aber in den nächsten Wochen in allen Tafeln sehr ähnlich anpassen. Da sind wir uns ziemlich sicher. Wenn ich jetzt vor dem Fernseher sitze und mir denke, ich würde gerne helfen, vor allem jetzt auch in den kalten Monaten, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich engagieren? Also Tafeln sind nicht nur in kalten Monaten aktiv, wir sind ganzjährig aktiv. Deshalb sind wir zu allen Zeiten immer auf Unterstützung und Mithilfe angewiesen. Wir sind sehr klar ehrenamtsorientiert. Also wer gerne Zeit mitbringt und sich bei uns mit in die Teams begeben möchte, ist herzlich willkommen. Das können wir jederzeit brauchen. Und wir können natürlich auch, weil die Tafeln spendenfinanziert sind, auch von Menschen, die ihre Zeit nicht einbringen, aber vielleicht ihre finanziellen Hilfen uns anbieten können, wären wir sehr erfreut und auch dankbar, wenn es so laufen würde. Ja, vielleicht möchte der ein oder andere ja jetzt wirklich helfen. Vielen Dank, Frau Altmaier-Baumann, für das Gespräch.